Aus Sims 4, Freunde, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Sarahs Alltag. Sarah hat Hunger, wie sie da steht. Ich sehe unter meine Brille nichts. Ich glaube, mein Küken hat die Brille auf. Hoffentlich finde ich die Tür. Was möchtest du machen? Du möchtest ein Rührei kochen. Jetzt habe ich Angst. Ihr habt gesehen, was sie mit dem Salat alleine angestellt hat. Das macht mir jetzt wirklich Sorgen, was sie dann mit dem Rührei macht. Okay, das ist schon mal sehr professionell. Zaubernd. Oh ja, das hat niemand gesehen. Ich mag sie. Sie ist wirklich richtig süß geworden. Das Spiel hat ihr Gesicht schon mal von ganz alleine erstellt. So, mal gucken, wer zuerst den Herd anbrennt. Gleich angehangen. Wie hast du das denn hingekriegt? Ich hätte vielleicht die Schale rausmachen sollen. Naja, wird schön knusprig dann, ne? Wow, sie hat sich nicht entzündet. Das ist super. Sarah, ich bin stolz auf dich. Das war ja auch nur eine Portion. Dann ist es ja auch nicht so kompliziert. Hier hin, okay. Dann setz dich mal und nomse. Ach, ich finde die Zahnspange so super. Ich finde das so super, dass das geklappt hat. Vielen Dank für eure Hilfe nochmal, dass die Zahnspange dadurch finden konnte. Richtig klasse. Wo ich übrigens meine ganzen Downloads immer herbekomme, ist wirklich über Tumblr meistens. Ich finde die Sachen auf My Sims 4 Blog. Auf Blogspot. Und das führt meistens halt zu Tumblr-Blogs und da findet man dann auf den Dingern meistens noch mehr verlinkte Sachen und Empfehlungen und so. Und ich weiß wirklich nicht mehr, wo ich den ganzen Krempel alles her habe. Die Teppiche habe ich allerdings, glaube ich, wirklich alle über MySims 4 Blog gefunden. Die sind auch ziemlich cool. Können das mal weglegen, das ist unordentlich, junge Frau. Das ist unordentlich. Und hier draußen schon wieder irgendwas los. Irgendwelche Kinder, die längst zur Schule gehen müssten. Sind wieder auf der Straße unterwegs. Boah, da voll die Gang hier. Guck mal, wie viele das sind. Das ist der Mark Curtis. Ich bin Streber, natürlich gehe ich jetzt in die Schule. Und, oh, wie lustig das aussieht. Voll gut. Hä? Irgendwie fühle ich mich heute wie Mickey Mouse. Ja. Wow, Alter, das Stalking-Kid. Alter, habt ihr gesehen, wie die den anschaut? Boah, dreh dich nicht um, ne? Dreh dich nicht um. Boah, dreh dich nicht um, ey, der Plumpser geht um. Wow. Boah, Kinder, das ist echtes Mobbing. Was ist denn hier los? Wer läuft denn hier so zufrieden und glücklich? Flora neckt da mal wieder. Hallo, fremder Mann, den ich auf der Straße gefunden habe und frage, wie sein Staubsauger funktioniert. Lieber nicht, nachher gehe ich auch als Pädophil. Lass uns mal hier hinsetzen und über Lollis reden. Willst du mit Bimmes. in mein kleines Auto? Ich mag lieber Brüste, sie perverse alte Sau. Ich wohne hier gar nicht. Okay, ja, ich verstehe schon. Ich käme ja auch nie auf den Gedanken, irgendwelchen Blödsinn zu machen. Ja, hier ist die Welt noch schön harmlos. Hey, was macht meine Tochter denn hier draußen um die Uhrzeit? Caroline? Das Mikos Karenzi. Hallo, ich wohne eine alte Frau und nein, ich bin keine Perverse mit Staubsaugern. Okay. Ginas, ne, wir hatten das Thema erst neulich. Pass auf euch auf, wenn ihr alleine auf der Straße seid und wie bei den Sims meint jemand. Kannst du ohne Brille überhaupt lesen? Jeden anquatschen zu müssen. Was liest du denn da? Pudding im Orbit. Ein gigantischer Klumpen Kokosnusspudding wird in die Erdumlaufbahn geschossen, um sein lebenserhaltendes Potenzial auf anderen Planeten zu erforschen. Von Zachary Quinn. Ja. Genau. Ach du liebes Bisschen. Wie wär's um die frühe Uhrzeit? Könnten wir doch mal. Könnten wir doch mal unsere WG wachklingeln. Wir wollen uns ja bei allen Nachbarn vorstellen, nicht wahr? Und ich möchte ja, dass sie sich mit Yuki anfreundet. Ich finde, die beiden passen sehr gut zusammen. Yuki, die immer glücklicher und zufriedener und fröhlicher. Und Sarah, die so ein bisschen lahmarschig. So ein bisschen lahmarschig, würde ich sagen. Ja. Klicke auf die Angelschilder, die du überall in der Spielwelt in Wassernähe findest, um zu angeln. You don't see. Ladebildschirm. Oh, du hast dich wenigstens angezogen. Ist ja sehr löblich. Klopf mal an die Tür. Mal gucken, ob um die frühe Uhrzeit jemand aufmacht. Alter, ich fasse es nicht, schon wieder am Alkohol trinken, Leo! Leo ist schon wieder am Saufen. Hallo, ist da jemand? Hallo, mein Name ist Sarah und ich wollte mal Hallo sagen. Brauchst du erstmal gleich zucken gehen hier. Hallo, ich bin Sarah und ich mag Musik. Magst du Musik? Ich mag auch Cola-Dosen, die recycle ich sogar. Ah, da
du bist ja ein merkwürdiger Vogel. Wo kommst du denn her? Also, ich bin Yuki und ich wohne hier in der WG mit meinem Freund und einem Kumpel von mir. War voll cool. Marvin hat hier auch mal gewohnt, aber der wohnt jetzt nebenan, weil er so eine... Ja, das habe ich schon gesehen. Da hat jetzt eine Frau, ne? Und Kinder sogar. Und wir können kochen. Ich kann nichts kochen. Sag mal, euer Haus ist voll schön. Meinst du es nicht so schön? Ich habe nicht mal eine Kommode. Ah, das ist traurig. Dafür haben wir hier weniger Bücher. Die schmeiße ich gerne aus so seinem Müll, weißt du? Ich lese nicht so gerne. Aber Kommoden, da haben wir ganz viele von, du. Das ist gar kein Thema. Hallo, ich bin auch noch da. Hm, ich trinke mal wieder was. Hey, das ist mein Freund, der ist manchmal ein bisschen Banane. Der trinkt den ganzen Tag. Das ist bestimmt kein Problem, hoffe ich. Nee, bestimmt nicht. Aber jetzt war voll lustig. Ja, dann tauscht einfach alle die Plätze. Boah, hier drüben ist ja auch voll schön. Warte, jetzt halte ich meinen Fernseher noch ein. Thorsten geht schwimmen. Was macht ihr denn jetzt da? Rückwärtsunterhaltung. Entzündender Rücken soll auch entzücken, habe ich mal gehört. Witze über Vampire erzählen. Wir können so viele Witze erzählen. Was ist denn mit ihr los? Also da war so ein Vampir, der hat sich anketten lassen und dann kam der Officer und dann hat er mit dem Vampir lustige Dinge getan. Ach, schönes Derpface. Ich wollte mal ihre Zahnspange genau sehen. Richtig creepy, wenn sie damit lächelt. Voll gut. Oh, ich möchte Basketball spielen, unbedingt. Ich kann über Basketball reden und über Prinzessinnen-Schlösser und dann können wir in diesem Spiel gar kein Basketball spielen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Es gibt hier keine Basketball oder habt ihr schon mal einen Basketball gesehen? Das stimmt, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Seltsam. Ja, ich habe auch von Dichte Mächte gehört und eigentlich ist das nur gefummelt unter der Bettdecke. Na, das würde ich jetzt nicht sagen. Ja, warum nicht, hä? Musik spielen. Ah ja, Musik spielen. Thorsten ist wirklich schwimmen gegangen? Wo ist er denn hin? Die Thorsten ist irgendwo anders. Thorsten ist abgehauen. Thorsten muss wahrscheinlich auch arbeiten. Ich habe keine Ahnung, wo Thorsten ist. Wieder irgendwelchen Unsinn anstellen, vermute ich mal. Aber Hauptsache, wir freuen uns schon mal mit den beiden an. Der musste wahrscheinlich eigentlich müsste er arbeiten. Sarah muss auch in einer Stunde arbeiten, aber solange können wir uns noch ein bisschen unterhalten. Der Lieblingsschriftsteller sprechen. Mal ein Kompliment über Haus machen. Aber nicht über Dr. Haus, ne? Über Nachbarn weiter tratschen. Ja, jetzt, weil ich was getrunken habe, geht's ja wieder gut. Ach, Leo. Kennenlernen ist gut. Ja, nee, am Computer, kein Problem. Ich schicke dir mal eine E-Mail mit meinen ganzen Kontaktdaten. Dann können wir uns da ein bisschen austauschen, weil ich kenne die Gegend voll gut. Ich weiß, was hier läuft. Stimmt? Spielst du Nintendo? Ich spiele gerne Nintendo. Ich hatte mal einen Mülleimer gefunden, den wollten die wohl nicht mehr. Das war schade, aber die haben es da rausgeklaubt. Ich fand es nicht so schlimm. Schöne Musik hier. Es ist angenehm. Ja, klar, wir spielen hier immer nur Llama 24. Das ist ein richtig geiler Sender, ey. Dann höre ich das zum Einschlafen. Richtig angenehm. Oh, super, ich habe kein Radio oder sowas. Ich kann nicht einschlafen. Ich bin immer wach. Echt, du auch? Voll gut. Mein Freund schläft auch nie. Yo, Bros, was geht? Lass mal Hände schütteln. Ich wollte doch mal sagen, wie schön euer Haus ist. Ihr meint es voll scheiße. Ich hab gar nichts. Echt, wirklich? Nicht mal was zu essen? Ist voll traurig, ey. Weißt du, also wir könnten vielleicht darüber reden. Ja, weißt du, wenn du den Müll rausbringst, kannst du auch hier wohnen, oder? Schatz, wir haben doch bestimmt noch Platz im Keller. So kein Thema, oder? Oh, das wäre super, weil ich kann mir nämlich nicht selber kochen. Ich bin ungestickt. Ich kann nur lesen. Bücher sind meine Freunde, alles andere nicht. Ja, ich will dich daran erinnern, dass du zur Arbeit musst. Ah, super, dass du das weißt, obwohl du mich noch gar nicht kennst. Oh, geil. Hallo. Okay. Sie geht jetzt arbeiten. Das ist super. Kriegen wir jetzt einen Ladebildschirm oder dürfen wir jetzt hier in dem Haushalt bleiben? Wahrscheinlich. Was ist denn mit ihr plötzlich los? Monika ist heute nicht so glücklich. Ja, diese Schnepfe vor mir, ne? Die geht voll nicht. Arrogantes, eingebildetes Biest. Ja, da würde ich, das würde mich auch aufregen, wenn so eine vor mir latschen würde. So. Oh, ich bin was Besseres als alle die anderen. So eine brauchen wir auch noch in der Clique, so eine richtige Bitch.
wie meine Mama gerne sagt. Ich habe ihr keine gute Sprache beigebracht. Ich schäme mich dafür. Sie ist jetzt arbeiten. Währenddessen sind hier ganz viele Leute, die plötzlich verschwinden. Okay. Dann spulen wir mal vor, während sie arbeitet. Moment, was kannst du alles machen? Normal arbeiten, Kontakte knüpfen, Klassiker studieren. Verbessert die Schreibfähigkeiten, verringert die Arbeitsleistung. Aber Schreibfähigkeiten verbessert so super. Oh oh, danach musst du unbedingt duschen und auf die... Naja, Toilette nicht mehr, das hat sich jetzt erledigt. Da hat sie sich beim Studieren eingepullert. Nein, ich vermute sie mal, sie ist auf ihre Arbeit... Wunderbar. Auf die Toilette gegangen. Guck mal, dann kannst du auch jetzt gleich duschen gehen, du kleiner Dreckspatz. Was hast du denn auf der Arbeit gemacht? Dich in Schlamm gewälzt? Ich bin auf dem Parkplatz hingefallen. Na, dann gehst du mal nachdenklich duschen. Boah, ich stink ja voll, das ist ja eklig. Und so ist nur passieren. Boah, jetzt wieder sexy Duschcam. Boah, man, für 3 Sekunden was gesehen. Ist schon der Dreck weg? Fühlst du dich wieder wohler? Alles okay? Fräulein Eulchen? Telefon. Yuki möchte vorbeikommen, abhängen. Ja, klar. Klar, super. Klappt ja richtig gut. Die haben sich auf Anhieb wirklich, wirklich gut verstanden. Shiny. The sun shining. Da kommt sie ja auch schon. Da kommt der Günther an. Denkt sich auch. Oh, schon wieder jemand Neues eingezogen. Oh, soll ich mal besuchen gehen? Irgendwann machen wir auch mal eine Günther Edition. Umarmen? Mach das mal mit dem Umarmen. Legende, nicht? Hallo, da bist du ja wieder. Es kann leider nicht. Ich kann nur. Es kann. Hallo, lass mal. Ich wollte es. Ich freue mich umarmen. Wir müssen uns anders hinstellen. Titten! Airhigh-Drücker! So voll cool! Deine Brüste fühlen sich voll weich an. Lass uns über das Thema reden. Da keine Männer da die Stimmung versauen, weil wir da sagen, dass Frauen über sowas nicht reden sollen. Dabei ist das total normal. Das hat was mit Kunst zu tun. Unsere Körper sind Kunst und nicht so sporty, grober Mist wie bei den Männern. Ja, ich finde dich voll sympathisch. Super, ey. Wir können voll cool abhängen. Freut mich richtig, ey. Juck ja auch immer mit ihrem Ey. Muss sie abgewöhnen. Ey. Jetzt reden sie schon über Betten oder sowas hier. Nee, könnt ihr euch da mal hier zusammensitzen. Ist auch sinnvoll. Nee, fliegen mag ich auch nicht. Niemand mag fliegen. Aber Farben sind toll. Malen ist was Schönes. Weißt du, Thorsten verdient mit Malen total viel Geld. Hä, hey, wer ist denn der Thorsten? Ist der Typ, der neulich im Unterwetter aus dem Haus gelaufen ist? Hab ich es genau gesehen. Ist der vergeben? Das sieht gut aus. Was? Ja, so halt, ich weiß nicht, man kann es nicht genau sagen. Hä, hey, wieso denn nicht? Ja, ist ein schwieriges Thema. Hä? Ja, weißt du, eigentlich, Huch, was will sie denn jetzt alles auf einmal machen? Lass dich doch mal wieder hier hin, du musst doch nicht schlafen, ihr könnt euch unterhalten. Weggehen, was ist denn weggehen? Ich weggehen, über ein neues Buch reden. Über Interessen reden. Gut geschlafen. Ja, beide mögen Bücher ganz gerne. Jetzt bin ich glücklich. Ja, apropos Müll rausbringen. Also wir können wirklich jemanden gebrauchen, der Müll rausbringt. Ne? Also nicht immer diese sportlichen Kerle, die das die ganze Zeit machen. Boah, das kann ich voll gut. Ich bin wie so ein Lama, wie so ein Müllschlucker, boah, jetzt ein Muffin. Jetzt reden sie über Kaffee. Kaffeetipps untereinander austeilen und Musiktipps wahrscheinlich. Soll ich dir mal meine neuesten Kaffeelieder auf Musik brennen? Was? Nein, aber wenn du sie brennst, offiziell, dann kommt die Polizei und dann fangen die mich ein wie so eine Fledermaus und sperren mich weg ins Dunkle. Und dann kommt ein Frost und den muss ich küssen und davon habe ich neues geträumt. Echt, wirklich? Boah, du bist ja crazy dafür, dass du keine Kommoden in deinem Schlafzimmer hast. Ich habe durchs Fenster reingeguckt, da waren keine Kommoden in deinem Schlafzimmer. Und du hast Rest? Ich kann es gar nicht umziehen, wenn ich das möchte. Oh, das ist aber traurig. Apropos, nochmal auf Farben zurückzukommen. Dir fehlen Bilder hier. Weißt du, ich kann dir jemanden empfehlen. Thorsten kann echt gut malen. Ey, der kann auch gut aufräumen. Ich kann dir mal vorbeischicken, dann malt er dir ein paar Bilder. Dann sehen deine Wände nicht immer so Müll aus. Ich meine, so trostlos. Oh, das ist wirklich super. Mag der Videos? Wie gesagt, also ich fand den richtig super.
Oh, ich weiß nicht. Also Videospiele mag er schon. Kannst du mir mal seine Kontakt geben? So Facebook oder sowas? Oh, du bist aber sportlich. Das ist aber spontan. Das nenne ich wirklich spontan. Boah, voll Energie geladen. Ach, wie gut. Sie hat aber, glaube ich, gerade irgendwas über ihren Hintern gesagt. Und das hat Yuki gerade nicht so gefallen. Voll gut. Der Blick von ihr alleine, dieser... Ah, die zwei sind klasse. Voll gut. Oh, super, man kann mit ihr rumblödeln. Das ist richtig klasse. Ja, eine Wende. Ich wollte nicht sagen, dass die Müll sind oder sowas. Aber sie scheinen nicht wirklich. Also du brauchst Kunst hier drin. Wir haben ganz viel Kunst an den Wänden. Das wäre wirklich super. Ich wollte das hier ein bisschen frisser einrichten, aber ohne Kunst sieht das Ganze schon sehr trostlos aus. Aber ich bin neu angezogen. Und ich weiß auch nicht. Also, wenn das mit dem Saubermachen-Deal gilt, ich würde sogar bei euch einziehen. Ich würde auch versuchen zu kochen, aber ich kann euch nicht empfehlen, dass das wirklich gut wird. Wirklich? Ach, kein Problem, ey. Weißt du, ich kann kochen und notfalls bestellen wir uns eine Pizza. Das ist super. Es kann auch ganz viele Musik-CDs mitbringen. Und naja, gut, ein Computer leider nicht, aber es kann das Tippabsen zu euren benutzen. Oh, jetzt habe ich aber wirklich selber Hunger. Jetzt haben wir so oft über das Essen geredet, jetzt muss ich wirklich mal dringend was essen. Abendessen servieren. Wie wär's mit Macaroni und Käse? Wie sie läuft, das ist so super. Könnt ihr nebenbei noch reden? So weit weg ist sie doch gar nicht. So, auf jeden Fall ist sie fit drauf. Boah, ist es schon 23 Uhr. Ja, dann würde ich sagen... wird es wirklich bald so weit, dass wir unsere liebe, nette, kleine Sarah in die WG holen? Weil es geht ja wohl nicht ohne Kommode leben und nicht kochen können und so. Ich würde dann sagen, sie ist diejenige, die anfängt, Bücher zu schreiben. Oh, was machst du denn da? Das ist doch heiß, junge Frau. Hm, das sieht gut aus. Lecker. Level 2 erreicht. Und wahrscheinlich ist es nach ihrem Maßstab wieder Qualität. Willst du dich jetzt neben sie setzen? Sag mal, das mit der Arbeit heute war super, dass sie mich daran erinnert hat, dass es noch Arbeit gehen musste. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht, ja? Ja, musst du nicht auch morgen früh raus? Ich meine, es ist jetzt schon ziemlich spät, du. Also ich muss nicht früh raus. Ich arbeite von zu Hause. Ich bin Gärtnerin. Ich verkaufe das an dem Militär, weißt du? So frisches Essen ans Militär? Ja, das ist ziemlich cool, oder? Findest du nicht? Sag mal, ich rede hier gerade die ganze Zeit lang nur Müll. Sieht so aus, als würde es dir nicht so gut gehen. Weißt du, wenn ihr Kunst hättest, würde es dir echt besser gehen. Nicht, dass ich dir Bilder verkaufen will oder sowas. Ich doch nicht. Würde ich nicht tun. Thorsten aber bestimmt. Also, du hast bestimmt nicht das Geld dafür, aber ich könnte dir ein gutes Angebot dafür machen. Wirklich. Und du sollst langsam ins Bett gehen. Du siehst voll müde aus. Ich sollte auch langsam ins Bett gehen. Ha! Wir sind voll müde. Voll gut. Ich möchte Schriftstellerin werden. Wenn ich bei euch einziehe, dann könnte ich... Okay, dann gehst du einfach, ohne es zu sagen. Egal, es ist jetzt... Ah, das Leben ist so trostlos, wenn man alleine wohnt. Ist jetzt was. Wie sie sich einfach irgendwo aus dem Supermarkt so ein Plakat geklaut hat, wo man diesen Zettel abreißt, damit es niemand anders abreißen kann. Aber selber Hauptsache vorher noch einen abreißen. Boah, der Fernseher ist ja genauso episch wie bei uns. Ah, schön. Nein, meiner ist schon ein bisschen größer, aber... Der zweite ist genau so eine kleine Furzröhre. Wenn man da Star Trek drauf gucken will auf Tele 5, dann machen die nochmal einen Rahmen drumrum, dann kann man gar nichts mehr erkennen. Ist richtig nett. Geh mal schlafen, junge Frau. Und hier können wir mal die emotionale Aura aktivieren. Da geht's ja bestimmt besser. Ich glaube, das ist ja verspieltes Dekor. Da träumt sich's gut. Verspielt und glücklich. Gute Nacht, Sarah. Und bis morgen, junge Frau.